brauchen wir davon ein paar. 10 Stück müssten, glaube ich, mal reichen. Mein Schatz. So. Du kriegst das erstmal. Okay, das reicht nicht. Adrenalinrausch. Stärke erhöht und bewirkt der kritische Wahrscheinlichkeit. Okay. So, gehen wir jetzt der Axt. Blutdurst. Dein Hunger nach Blut entzieht dem Ziel 10 TP. Zugefügten Schaden jede Runde 1. Du gerätst in einen Kampf raus und kannst über dich 5 Runden lang 2 Angriffs- und Bedrohungsbonus 5. Nee. Das finde ich jetzt nicht so knorke. Gut. Aber er braucht noch mehr TP-Tränke. EP-Tränke. Ja. Egal. Schadet nicht, einen Heiltrank dabei zu haben. Und zwar einen großen. Und Adrenalinrausch. Okay. Dann rüste ich dich nochmal mit deinen. Ein Glück, dass ich die Schmiederinge behalten habe. Assist-Axt, okay. Eine Robots-Axt. Oder eine Robots-Axt halt einfach. Und allmächtige Axt. Glühende Wufrat. Wikinger-Rüstung, cool. Plattenrüstung des Wals. Unsterblicher König. Jetzt müsste ich ihm noch ein paar Sachen kaufen. Gucken, Ausrüstung, was kann er so haben für sein Level? Der ist Level 23, oder? Ja. Okay, was kann er denn so für sein Level bekommen? Nur sehr wenig. Schlecht. Kann ihn aber den einen Ring geben. So. Dann mache ich mit ihm doch mal das Eisverlies. Oh, stimmt ja.
Scheiße. Wir hatten ja den Dingens noch in der Gruppe. Wie heißt er denn nochmal gleich? Ich werde mir jetzt aber schnell wieder den Krieger zurückholen. Vielleicht stelle ich mir ja für das DLC eine ganz neue Gruppe zusammen. Ich weiß es noch nicht. Die sehen zwar jetzt nicht so freundlich aus, aber na gut. Es ist an der Zeit. Lasst mich das Abschlussritual beenden. Der Schamane hat das Abschlussritual begonnen. Er spürt die Geister an euch vorbeiziehen. Ihr seht den Schamanen zu Boden sacken. Mit einem letzten Atemzug ruft er den Namen und sagt: Das Leben mag zwar aus meinem Körper weichen, doch mein Geist wird für immer Teil der Pen and Paper Welt sein. Schnüff. Western. Ach, neue Klasse, Schamane. So, dann hätte ich eigentlich so gut wie alles, bis auf beim Burg des Einsehenden Auges und beim Rissklippe. Mache ich später oder so. Auf zum mysteriösen Portal, weil wir haben jetzt wirklich nichts mehr anderes zu tun. Oder was wir noch machen könnten. Aufwachen. Jagd. Überschwemmt. Chupacabra. Mr. Kuka. Oder Pombanjira. Nehmen wir Überschleim. Als ihr das Portal erreicht, irritiert euch irgendwas. Das Portal sieht aktiv aus, aber keine bösen Kreaturen kommen daraus hervor. Vielleicht haben euch diese Kultisten ein Schnippchen geschlagen, vielleicht auch nicht. Und wenn wir näher herangehen? Könnten wir auch hindurchgehen? Naja, was es ja hier sonst nichts zu tun gibt. Okay, würfelt. Würfelt? Ja. Oder glaubt ihr etwa, ich habe all die Monster im Kopf. Manchmal geht das Abenteuer nur dank meines Buches weiter. Oh Mann. Besiegt eine Schar uralter teuflischer Kreaturen aus purem Hass. Kämpfen. Oh, Alter, wie die aussehen. Nehmen wir 3. Thank you.
Moment. Erstmal noch schnell ein wenig Rast. Oh oh. Oh, Bombardieras. Kann man immer Pizza bestellen. Ah ja, okay. Ohne irgendeinen Kampf. Gut, das passt ja. Oh, der Schleimform hat gleich einen Totenkopf. Natürlich den Gegenschlag wieder. So. Mit dem überschleimen wir es auch aus. Vereisen. Victory. Ein Fisch. Ha. Frühstückszeit. Bestanden die aus purem Hass? Das waren bloß Beispiele. Wie ihr sehen konntet, handelte es sich bei diesen Kreaturen um riesige Monster, die normalerweise in großen Städten gegen gigantische Roboter antreten. What? Aber die passen nicht in diese Welt. Das ist eine mittelalterliche Fantasy-Welt. Nicht mehr. Dieses Portal zeigt, dass sich diese Dinge von jetzt an ändern werden. Hört auf euren Meister. Er weiß, wovon er spricht. Oh, okay, sehr gerissen. Dein eigener NSC sagt uns, dass wir auf dich hören sollen. Komm schon, ist das dein Ernst? Questern, ihr solltet fliehen, es sind noch mehr unterwegs. Rettungsmission, unbekannte Lebensform. Okay. Schaut euch das Ding an!
das aus dem Portal kommt. Okay, oh, seht nur. Noch mehr von diesen uralten teuflischen Kreaturen. Wow, sie versuchen dieses arme Ding zu fressen. Wie makaber. Schnell, lasst uns dieses arme Ding retten. Ups, das war der falsche. Oh, zwei Chupacabras. Die sehen nicht so ganz allzu freundlich aus. Die Ziegenfresser. Der Ziegenaussauger. Keine Ahnung, wie man es genau nennen möchte. Kann. Oh, da wackelt mein Bildschirm, weil ich so auf mein Bein klopfe. Victory. Was zum... Ach, das ist Mr. Kuka wahrscheinlich. Ah, okay. Wenn es eine Anspielung wieder auf irgendwas ist, dann habe ich keine Ahnung auf was. Ups. Egal. Okay. Passt doch. Oh. Noch mehr von denen. Unbekannte Lebensform. Und warum bleiben wollen? Aha, wirklich? Ups, habe ich mich schon wieder falsch gesprochen. Okay, ich werde die Sprache dieser neuen Lebensform in eure bevorzugte Sprache übersetzen. Da dies allerdings
ein völlig neues Sprachenfeature ist, solltet ihr verstehen, dass es zu Fehlern kommen kann. Warum sollte sich jemand über Sprachprobleme beschweren? Ihr solltet die Sprache dieser Lebensform überhaupt nicht verstehen können, aber immerhin versucht ihr es. Toll. Okay, wir werden sie zu verstehen versuchen, selbst mit Fehlern und verquerer Grammatik. Zurück zum Abenteuer. Unbekannte Lebensform. Danke für meine Rettung. Dies ist genau der Ort, den ich erreichen musste. Was und wer bist du? Ich bin eine seltsame Lebensform, die die Naturwissenschaften liebt. Momentan befinde ich mich auf einer Zeitreise. Ich glaube, dass ich in dieser Welt eine Aufgabe habe. Es gibt da etwas, das zügig erledigt werden muss. Und was wäre das? Darüber sprechen wir später. Lebensform. Oh, Level 34. Pixelfehler. Aber Leute, ich würde jetzt sagen, es ist jetzt schon wieder das Ende dieser Aufnahme angelangt. Wir werden nächstes Mal die Pixelfehler erbeuten. Also Leute, dann natürlich bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Und natürlich, yo, und bis zum nächsten Mal.